Hallo, ich bin Philipp, das ist Digifernunterricht, mittlerweile Folge 66. Ich möchte da Bezug auf den Digifernunterricht auf ein paar Widersprüche und eine Double-Bind-Struktur eingehen und ich sage auch gleich, was damit gemeint ist. Double-Bind ist eine Art unauflösbarer kommunikativer Widerspruch. Ein Beispiel ist hier das schweizerische Ritual des Küsschengebens. Wenn sich Menschen begrüßen, dann war es zumindest vor dieser Covid-Krise üblich, dass man sich in gewissen Konstellationen drei Küsschen gibt, die dann so ein bisschen gehauchte Küsschen sind. Und teilweise wurde da auch wirklich der direkte Körperkontakt vermieden. Also man hat es ein bisschen simuliert, als würde man sich auf die Wange küssen. Man hat aber tatsächlich irgendwie in die Luft raus geküsst oder geschmatzt und teilweise sogar vermieden, dass man sich überhaupt berührt hat. Also es gibt verschiedene Formen. Es gibt auch Menschen, die da wirklich sehr feucht auf die Wange küssen, aber es ist eher die Ausnahme. Und damit ist eine Double-Bind-Struktur gegeben insofern, dass man sagt, komm her, ich will dich küssen. Also wir sind uns ganz, ganz nahe, so nahe, dass wir uns küssen und trotzdem, wir müssen Distanz halten, weil ich mich ein bisschen ekle vor dir und dir nicht zu nahe kommen will. Also ein Ritual der Nähe und ein Ritual der gleichzeitigen Distanzierung. Und wenn ich davon betroffen bin, also wenn ich so in der Situation bin, vielleicht will ich jetzt die Person gar nicht küssen. Ich will gar nicht in dieses Küsschenspiel eintreten. Und die andere Person mich dann so küsst, dass sie trotzdem die Distanz hält, dann gibt sie mir zu verstehen, wir müssen jetzt uns nahe sein und trotzdem, ich will dir gar nicht nahe sein und ich kann darauf nicht reagieren, ich kann es wahrnehmen, ich kann vielleicht auch sprachlich gar nicht ausdrücken, wo das Problem liegt, diese Paradoxie, also Distanz wahren oder Nähe erzeugen. Und das hängt mit dem Double Bind zusammen. Ich habe hier noch ein klassisches sprachliches Beispiel, also sei doch etwas spontan, sei doch spontan ist ein klassischer Double Bind, weil ich kann weder der einen Seite noch der, also ich kann der doppelten Aufforderung unter keinen Umständen Genüge tun. Ich kann weder den Befehl befolgen, weil dann bin ich ja nicht spontan, sondern ich handle auf einen Wunsch hin, auf eine Äußerung hin. Ich befolge also eigentlich nur einen Befehl und bin gar nicht spontan. Oder ich verweigere mich diesem Befehl und widerspreche so dann eigentlich dem Gebot, dass man Wünsche erfüllen sollte. Und also kann man sagen, ein Double Bind ist eine Scheinalternative und es ist für eine betroffene Person keine Wahl möglich. Was auch damit zusammenhängt, dass das sprachlich so vereinfacht oder verdichtet ist. Also vereinfacht ist jetzt etwas, auch verzerrt gesagt, also eine sprachliche Verdichtung, müsste man sagen. So, jetzt haben wir es gleich noch korrigiert. Eine sprachliche Verdichtung liegt vor, so dass sich die beiden Ebenen oder diese Scheinalternative, das Paradox, gar nicht entflechten lässt. Also es ist nicht sichtbar, dass es hier eigentlich zwei Dinge gibt gleichzeitig. Oft werden Double Binds durch Abhängigkeitsverhältnisse erzeugt und so erfahren dann die Betroffenen eine Situation der Ohnmacht. Sie können dem nicht ausweichen und werden eigentlich durch diese Widersprüche zerrissen. Sie können sich ja auch nicht metasprachlich dazu äußern. Also das heißt, sie können nicht sagen, hey, das, was du machst, das ist ein Double Bind. Also wenn jetzt mir jemand sagen würde, hey, sei doch so ein bisschen spontaner in deinem Unterricht, dann könnte ich sagen, wenn du dieses Feedback ist ein Double Bind. Also ich könnte das, wenn ich nicht abhängig wäre von der Person. Wenn das jetzt aber mein Schulleiter sagt und es gibt so ein Evaluationsgespräch, Leistungsbeurteilung von mir und dann sagt da jemand oder der Schulleiter sagt, sei doch bitte etwas spontaner in Zukunft, dann kann ich nicht gut sagen, das ist ein Double Bind, sondern ich bin dann abhängig, muss das irgendwie abnicken, obwohl ich mich gar nicht richtig dazu verhalten kann. Das, also kurze Erklärung, was ein Double Bind ist, für wer das nicht wusste. Ich hoffe, alle anderen haben längst vorgespult und zeige jetzt, was das mit Schule zu tun hat. Das ist auch ein Hinweis, den ich jetzt Remo Greumund verdanke. Ich werde dann seinen Tweet auch unten verlinken, wo er so aus Elternsicht ein paar Punkte erwähnt hat. Er hat mich auf dieses Thema gebracht. Dass in der Schulkommunikation häufig gesagt wird, es soll keine Überlastung stattfinden. Das wird
nicht nur gegenüber Eltern gesagt, gegenüber Lernenden, auch gegenüber Lehrkräften. Also niemand soll überlastet werden. Und trotzdem gibt es ganz, ganz viele Anforderungen. Also bei Lehrkräften, dass jetzt ab Montag in vielen Schulen das wieder losgehen sollte mit Schutzkonzepten, didaktisch geschickt gemacht, dass diese kleineren Schülerinnengruppen auch beschäftigt werden können, dass die Rückstände im Lernpensum aufgeholt werden können. Und gleichzeitig aber so achtet ein bisschen auf eure Ressourcen, überlastet euch nicht, schont euch. Das ist genau diese Double-Bind-Struktur, dass ich die eine und die andere Aufforderung beide nicht erfüllen kann. Also wir schaffen es dann nicht irgendwie alles rechtzeitig abzugeben und auch die Kinder schaffen das halt häufig nicht, dass sie am Ende der Woche merken, da ist noch irgendwie wenig Woche übrig, aber noch viel Arbeit und ich habe auch nicht alles irgendwie hingekriegt. Die Eltern schaffen das irgendwie nicht, die Kinder dazu zu bringen, alles pünktlich rechtzeitig abzugeben. Und es tritt natürlich dann eine Überlastung ein. Also man kann weder die eine noch die andere Aufforderung da erfüllen. Geht zu einem weiteren Beispiel über, das auch immer wieder gesagt wird. Also wir haben das ja auch in unseren Maximen, die Axel, Wanda und ich formuliert haben, gesagt, so viel üben wie nötig, so viel Kreativität, so viel Freiraum wie möglich. Vielleicht müssen wir den Freiraum auch vorne dran stellen. Und dieses wie möglich und wie nötig, das wäre so eine Überlistung dieses Double Binds. Also, dass man dann wie sagen kann, ja, für mich ist halt gar nichts nötig. Aber tatsächlich werden halt Aufgaben und Listen und Stapel von Arbeitsblättern vorgegeben, die irgendwie abgearbeitet werden müssen. Und daneben soll jetzt noch Kreativität und Muße und Lust auf neue Ideen sollen da sein. Es hängt so ein bisschen zusammen, das ist jetzt eine Krise, also ein Notstand, bei dem politisch Schulen geschlossen worden sind, bei der eine Krankheit da ist, die heimtückisch tödlich ist, bei der viele Menschen Angst haben und jetzt zu sagen, ja, diese Krise ist auch eine Chance, das ist an sich schon ein Double Bind, weil die Krise ist nicht als Chance aufgetaucht und sie ist auch nicht dazu da, eine Chance zu sein, sondern ist die Aufforderung, wenn jetzt schon mal eine Krise da ist, dann sei doch auch noch bitte kreativ. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig und widersprüchlich auch für Lernende, auch für Lehrende natürlich jetzt diesen Freiraum da zu nutzen. Weiterer Widerspruch ist persönliche und pauschale Kommunikation, dass man wie sagen will, ich richte mich an jeden einzelnen Schüler und sage ihm oder ihr, an jede Schülerin auch, was sie gut gemacht haben, gebe ihnen ein individuelles Feedback, was auch für Lehrkräfte eine Überforderung darstellt, was ein Ideal wäre. Und daneben gibt es ganz viel pauschale Kommunikation, wo man sich an alle richtet und die pauschale Kommunikation ist teilweise dann auch noch persönlich adressiert. Also ihr habt das alle ganz gut gemacht, dass man dann nicht weiß, meinen die jetzt wirklich mich, weil ich habe es vielleicht gar nicht so gut gemacht. Oder meinen die alle oder meinen sie gar niemanden? Und das ist vielleicht generell ein Problem der Schule, dass sich die beiden Ebenen immer wieder vermischen und man nicht so genau weiß, bin jetzt ich gemeint, ist eine ideale Schülerin gemeint, ist die ganze Klasse gemeint, irgendein Durchschnitt oder sowas. Also mit wem reden die jetzt eigentlich überhaupt? Das hängt natürlich auch mit Organisationsformen von Schule zusammen. Das zeigt sich dann auch im nächsten Punkt, den ich jetzt hier ausgesucht habe. Also, dass es einerseits die Tendenz und das Bedürfnis für Individualisierung gibt, dass Aufgaben auf den Lernstand jedes Schülers, jeder Schülerin ausgerichtet werden, dass dann aber trotzdem verglichen wird. Also ich kenne das jetzt so von Chatgruppen in diesem Digifernunterricht, wo so Arbeiten vorgezeigt werden und man sieht dann, okay, die Michelle, die hat jetzt sehr schön gearbeitet und das ist dann natürlich ein vergleichender Unterricht, bei dem man auch sagt, da werden die Anforderungen ganz genau gleichgestellt, dass man sieht, okay, so wie die Michelles gemacht hat, so hätten sie eigentlich alle machen können, nur viele andere haben es halt nicht so gut gemacht, weil sie auch ganz andere individuelle Voraussetzungen haben, weil sie vielleicht Eltern haben, die jetzt nicht, weiß nicht, 570 Farbstifte zu Hause haben, mit denen man so eine wunderbare Zeichnung wie die von der Michelle machen kann. Also da wird dann die Individualisierung wieder aufgehoben, da findet dann diese mit G-Unterricht, meine ich, dass die im gleichen Zimmer zur gleichen Zeit die gleichen Aufgaben
gelöst werden, dass sie gleich bewertet werden, dass das so ein bisschen die Folie ist, hinter auf der diese Individualisierung stattfindet, und man sagt dann so nicht so viel Individualisierung wie möglich, so viel vergleichender Geunterricht wie nötig. Da könnte man sagen, ja, wahrscheinlich ist keiner nötig, sondern man sagt dann vergleichender Geunterricht und ein bisschen Individualisierung, und die Individualisierung wird dann oft auch wieder zurückgenommen. Dann ist diese ganze Phase, die Wochen, die wir jetzt gehabt haben, ist einerseits sowas wie eine Vorbereitung auf Präsenzunterricht, der bald weitergeht, also immer so mit der Aussage, wenn es dann weitergeht, dann müsst ihr das irgendwie können, dann schaue ich mir das an, dann frage ich das ab, dann kommen dann die Vorträge, dann gibt es dann vielleicht auch wieder Prüfungen, also seid bitte bereit, weil der Präsenzunterricht kommt wieder. Also es ist nur dann so ein Notbehelf. Dann aber tatsächlich auch auslotende Möglichkeiten, so wie zu sagen, jetzt ist vielleicht, ihr seid zu Hause oder die Eltern sind zu Hause, schreibt doch mal irgendwie Corona-Tagebuch, wie ist das so, oder macht mal ein bisschen Sport auch in eurem Zimmer, also dass da vielleicht ganz andere Aktivitäten, ein anderes Lernen möglich ist. Und dann die dritte Form ist dann, dass man sagt, ja, jetzt wäre eigentlich die Gelegenheit, um die Schule ganz neu zu erfinden, also nicht einfach zu sagen, ja, im Rahmen dieser Möglichkeiten machen wir das Beste, was geht, also es nicht zu improvisieren, sondern eigentlich ganz emphatisch zu sagen, ja, wir machen jetzt eine ganz neue Form von Schule und von Unterricht, die sich eigentlich aus dieser Krise entwickeln. Und das sind drei Ebenen, die nicht miteinander übereingehen. Wenn ich dann denke, ja, jetzt dann ab Mitte Mai oder im Juni, da geht dann die Schule richtig wieder los und dann muss diese Orthographie sitzen und die Mathematik, die muss funktionieren. Sonst gibt es dann wirklich Probleme auch in der nächsten Klasse. Es ist einfach nicht dasselbe, wenn wir sagen, wir erfinden jetzt die Schule neu oder wir improvisieren jetzt ein bisschen. Das heißt dann grundsätzlich sind diese Double Binds natürlich in die Schule an sich eingebunden. Das ist nichts, was in der Krise neu entstünde, sondern es ist etwas, das, wie Axel, ich verlinke das dann auch gleich da oben, es schon gesagt hat, das wird durch dieses Brennglas der Krise eigentlich deutlich, dass es schon immer in der Schule drin gesteckt hat. Was sind diese Double Binds? Dass es eigentlich um Lernen geht in der Schule, aber dieses Lernen in Unterricht eingebettet ist. Der Unterricht verhindert Lernen ganz oft, weil er ganz andere Dinge, weil es um die Tätigkeit des Unterrichtens geht und das nicht dasselbe ist, dass teilweise Unterricht Lernen verhindert, Lernen erschwert, und man natürlich sagen kann, das wäre ein Qualitätskriterium von Unterricht, also Hilbert Meyer sagt, viel echte Lernzeit muss in diesem Unterricht drin sein, was eigentlich schon sagt, Unterricht ist nur im Idealfall, gibt es da viel Lernzeit, aber grundsätzlich ist ein Widerspruch da, der in die Schule schon eingeschrieben ist, weil es natürlich, wenn 25 unterschiedliche Menschen im Schulzimmer sind oder 30, dann muss man das zuerst organisieren und die können nicht einfach lernen, sondern die müssen zuerst unterrichtet werden. Nur was wie Eigenverantwortung und Kontrolle, dass Kontrolle verwechselt wird dann auch mit dem Ermöglichen von Eigenverantwortung, dass man als Lehrkraft häufig den Eindruck hat, wenn ich die nicht kontrolliere, dann handeln sie nicht eigenverantwortlich, aber dass Eigenverantwortung natürlich letztlich auch die Verantwortung ist, mal nichts zu tun, zu faulenzen, sich zu verweigern, dass diese Art von Verantwortung nicht gelebt wird, dass die verhindert wird durch eine Kontrolle, eine Fremdbestimmung, die ständig in einem widersprüchlichen Verhältnis zu diesem Ideal der Eigenverantwortung, der Autonomie eines lernenden Subjekts natürlich steht. Dann das Leben und die Schule, was ja dieser berühmte Seneca-Ausspruch, und wenn ihr jetzt zuschaut, könnt ihr mal testen, ob ihr wisst, ob es heißt, wir lernen nicht fürs Leben, wir lernen für die Schule, oder für die Schule lernen wir, oder ob es heißt, nicht für die Schule lernen wir, sondern fürs Leben. Was ist die richtige Reihenfolge? Und die richtige originale Reihenfolge ist, dass wir für die Schule lernen und nicht fürs Leben. Und trotzdem ist natürlich das Bedürfnis da, dass man irgendwie fürs Leben lernen sollte. Und die Frage der Motivation, weshalb tun wir das, was wir hier tun, was ist dann eigentlich die Anwendung des Gelernten, wozu, worauf ist diese Aktivität hier gerichtet? Da gibt es diese Widersprüche, die ganz andere. Also wenn ich lernen muss, wie man eine Prüfungssituation bewältigt, dann hat das ganz viel mit Schule zu tun, aber
weniger mit Leben. Und dann wird immer wieder gesagt, aber im Leben gibt es auch irgendwie auch Prüfungssituationen. Die Antwort ist, nee, es gibt nie die Situation, wo ich in 2 Stunden ein paar Aufgaben lösen muss. Das gibt es im Leben so nicht. Nur wenn im Leben das Spielfeld Schule aufgesucht wird, dann gibt es die Situation. Und natürlich gibt es Arbeitgeber, die irgendwie denken, sie müssen Schule spielen ab und zu, das kann vorkommen, aber grundsätzlich findet das im Leben so nicht statt. Und das hier führt zu verschiedenen Double Bands. Ja, zum Schluss natürlich Freiheit, Menschlichkeit, das hat jetzt schon ein bisschen angeklungen. Also wann fühlen sich Menschen wohl? Was ist ihre Würde, die sie haben, was ist auch die damit verbundene Freiheit, die sie genießen können und was ist an Disziplin und Kollektiv nötig, dass vielleicht auch eine gewisse Solidarität, Gemeinschaftlichkeit da ist. Ich habe jetzt sehr stark so gesprochen, als ob das Pendel in die eine Richtung ausschlagen könnte. Ich denke, dass gerade die Krise auch gezeigt hat, dass solidarisches Denken, Denken als Gemeinschaft in einer gesellschaftlichen Komplexität, dass wir zwar irgendwie für uns sind und uns so auch fühlen, aber dass wir nur sein können, weil es auch eine Gemeinschaft gibt, das denke ich, ist nicht völlig falsch. Und dazu ist auch die Schule da. Das ist ein Grund, weshalb ich auch befürworte, dass gewisse Freiheiten in Schulen eingeschränkt werden, damit das Gefühl da ist, da sind auch noch andere Menschen mit anderen Perspektiven. Das denke ich, ist nicht falsch, aber es führt zu einer gewissen Widersprüchlichkeit. Man muss die eigenen Bedürfnisse einschränken, um mit anderen im Kontakt zu sein, um die Gemeinschaft auch leben zu können. Ja, so ein paar Gedanken zu diesen Widersprüchen und Double Binds, die sich jetzt nicht in den nächsten Wochen auflösen werden und die sich jetzt aus meiner Sicht auch im digitalen Unterricht gezeigt haben. Das war's für heute. Ich freue mich, bald wieder zu euch sprechen zu können und bedanke